Schilderdrüsen, Rom und Sterne, ein Schildermeer mit Grüßen aus der Ferne. Ich hab so Fernweh, Fernweh, Sehnsucht auf fremde Länder. Fernweh, 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 Bagweh, ist die ganze Welt so nah und Träume werden oft wahr. Ich steh vor Dubai und Brasil, Malaysias Nachbar ist Sydney, von dort zwei Schritte bis zum Broadway. Traveler aus aller Welt sind da, von Alaska bis Kanada, und Kerzenlichter leuchten für Frieden. The Signs of Fame, ihr grüßen Rom und Sterne, ein Schildermeer mit Grüßen aus der Ferne. Ich hab so Fernweh, Fernweh, Sehnsucht auf fremde Länder. Fernweh, Fernweh, ist die ganze Welt so nah und Träume werden oft wahr. Schön, guten Tag, hallo. Hallo, Herr Bausch. Herzlich willkommen im Fernsehberg. Ich freue mich sehr, dass Sie heute extra losgefahren sind, etwas eher. Und bei diesem Traumwetter, es ist ja schon fast Frühling. Ja, ich wusste, dass es so kommen würde. Ja, hallo. Hallo. Fotografin. Also, es sind alle am Arbeit hier, die Jungs. Hallo, guten Tag. Hi. Ja, genau. Schön ist das. Ja, ja, ich bin gleich mal stolz. Zum Bestellen. Das ist ja klasse. Also, mit dem passenden Stift. Ich habe einen passenden Stift. Ist da oben hin an die Mauer. Dann genau. Lesen, wir machen das so. Ich stelle mich jetzt mal hierher. Sie stellen sich da hin. Sie kennen sich schon aus damit. Sie wissen, wir wie es geht. Wir haben das schon zigmal gemacht. Wir haben das schon ein, zwei Mal gemacht. Ja, es ist uns eine große Ehre, den Tatort Gerichtsmediziner von Köln heute hier begrüßen zu dürfen. Naja, es ist ja oft so, dass ich immer der Erste bin, der vorweggeht. Und dann kommen die anderen zum Tatort dazu. Wunderbar. Ja, Dietmar Bär und dann der Herr Behrendt muss natürlich danach ziehen. Aber Sie sind der Erste heute. Super. So, ich darf Sie bitten, wenn möglich, wenn Sie sich hierher stellen wegen dem Bild, ich halte das jetzt mal so. Sehr schön. Und hier in diesen grauen Bereich haben Sie. So? Ja. Halt es? Ich halte es. Fest. Wunderbar. Schön. Den Stift nehmen. Großartig. Vielleicht, als wenn Sie jetzt gerade noch mal signiert hätten mit dem Stift in der Hand. Okay. Und jetzt zu unserer Fotografin schauen. Okay. Super. Ja. Das ist. Es ist immer gut, dass die Sonne scheint. Ja, also gut. Ja, wir stellen jetzt Ihr signierter Starschild in den Hintergrund, damit es immer mit im Bild zu sehen ist. Denn das Ganze ist ja die Kombination. Ja. Und zwar mit Ihrem signierten Schild und Ihren Handabdrücken in Ton. Werden Sie also nicht nur geehrt für Ihre Erfolge und natürlich auch als Autor Ihres neuen Buches, Gangster Blues, habe mich natürlich schon informiert, bin heute Abend auch dabei. Sehr schön. Sondern mit dem Handabdrücken in Ton erheben Sie auch symbolisch die Hand gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Extremismus, jeglicher Art, Rechtsextremismus, gegen Rassismus natürlich, und für die Erhaltung der Lebensräume auf unserem wunderschönen blauen Planeten Erde. Für Umweltschutz, für Klimaschutz, man sieht ja, wie wichtig das heutzutage alles ist. Ja, klar. Und für all diese Werte steht hier der neue Fernwehpark im Markt Oberkotzau. Er war ja 17 Jahre, 8 Kilometer von hier entfernt in Hof beheimatet, ist im letzten Jahr umgezogen und ist natürlich viel schöner und großartiger neu errichtet worden. Sehr wir schön. Konnten nach Themen sortieren. Das Ganze werden Sie dann mal sehen, wenn wir in die Schildereien hereinkommen. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Bevor der Ton durch die herrliche Frühlingssonne anhärtet. Ja? Okay. Also mit gespreizten Fingern, vielleicht etwas so wechselseitig die Finger. So aufeinander zu. Genau. Okay. Genau. So? Ja. Wunderbar. Jawohl. Jetzt mit der linken Hand rein
und jeden Finger mit der anderen Hand fest eindrücken. Also, am okay. Anfang hat man das Gefühl, es dauert etwas länger. Ja, aber ja, wenn dann geht. Der Ton die Körperwärme angenommen hat, dann gleiten die Finger ganz doll rein. Es ist auch immer etwas, kommt auf die Konsistenz des Tons drauf an. Ja, aber wie ich sehe, das geht heute hervorragend rein. Der ist sehr super. Weich. Und während des Drückens will ich mal in die Kamera schauen, Herr Bauer. Ja. Und allein, ich gehe mal aus dem Bild. Jawohl. Jesus. Wir kriegen die schon. Super. Wir kriegen die schon dahin. Also ich glaube, die werden heute ganz toll, so wie ich das beurteilen kann. Wir haben ja schon über 400 Stars aus Musik, Film und Fernsehen aufgenommen. Haben Sie schon? Ja, ich habe gesehen. Ja, ja. Ja, von Dirk Nowitzki, Klitschkos. Ich habe gesehen, was Sie da alles schon. Ja, Arnold Schwarzenegger. Da ja, musste ich sogar etwas mithelfen beim Drücken. Ja, weil er so dünne Arme hat. Genau, hat er so keine Kraft. Unsere Problemzone ist der Handball. Er wird sich jetzt nochmal mit viel Action auf den Handball drücken. Ja, das ist es. Genau. Und alleine bitte. Ja. Das ist hier noch Herausforderung für das. Aber ich glaube, das ist ganz toll. So wie ich das beurteilen kann, ist es super. Ich glaube, das reicht. Gucken wir mal. Ja. Na, also. Mit einer der schönsten Prinz. Das ja, ja, nicht zu ihm, sage ich nicht zu ihm. Hattest du da auch noch? Und oder? Jetzt ist das Ganze umgekehrt mit der anderen Hand, genau. Einmal so. Genau. Ist das okay? Ja, sehr, sehr schön, ja. Und jetzt. Ja, jetzt geht's wieder los. Ja. Und jetzt schauen wir doch noch einmal in die Kamera, während des Drückens. Warte mal, wir machen mal hier ein bisschen Luft. Genau. Ja. Wahnsinn, das darf ich Ihnen mal abnehmen. Dankeschön. Nehmen wir mal. Damit man einfach mal sieht, dass wir. Auch warm ist heute. Genau, das ist schönes Wetter. Ja. Jawohl. Wunderbar. Jo. Also schaut hervorragend aus. Ganz toll. Also wirklich wahr. Und der Ton ist auch heute. Der Ton ist gut. Der Ton ist klasse. Ist nicht immer so, muss ich ehrlich gestehen. Aber da habe ich keinen Einfluss drauf. Der Ton muss so sein, wie ich ihn angeliefert bekomme. Yeah. Super. Ja! Jawohl. Ja, jetzt haben wir es geschafft gleich. Ja, wunderbar. Ja, noch einmal das Kleinfinger. Toll. Also die sind ja schon hervorragend hinterlassen. Hervorragend. Hey. Ja. Man sieht sogar die Lebenslinien, ne? Ja, das gehört ja mit dazu. Yeah. Ganz toll. Aber ich glaube, Herr Bausch, so. Super. Also das ist doch sensationell, hervorragend. Oder? Hervorragend. Das ist doch ein also wunderbarer super. Abdruck hier. Ganz toll. Also echt hervorragend. Ich bin begeistert. Ja, also die Klitschkos haben es nicht zusammengebracht. Ja gut, ich sehe aus. Aber die Hände wirklich toll. So, jetzt geht es natürlich. Es ist immer gut, wenn man die Rückstände noch etwas sieht. Ja. Weil wir kommen jetzt zu unserem berühmtesten Zeichen. Okay. Nämlich das Heben der Hände eben für die Werte, die ich vorhin genannt habe, gegen Rassismus, gegen Ausländerfeindlichkeit. Und jetzt sage ich Sie bitten, dann wirklich immer in die Hocke zu gehen oder vielleicht kurz sich abzustützen. Ja. Und dann die Hände hochzuhalten. Hinter den Abdrücken wie einen Spiegel so aufzustellen. Okay. Dann haben wir nämlich jetzt alles im Bild. Wir sehen hier dann haben wir alles im Bild. Ja, hervorragend. Jawohl. So, wunderbar. Ihren Handabdruck natürlich noch zu signieren. Wo mache ich das? Entweder hier rein, ja. So in Schreibschrift, ne? Ja. Oh. Muss ich ja schön machen. Wunderbar. Jawohl. Das schaut ganz toll aus. Passt. Herr Bauer, ich darf Sie bitten, was ist das für zwei Schalen? Ach so, okay. Wir präsentieren Sie jetzt mal. Das gehen wir jetzt erstmal zur Seite. Das ist gut. So. Gut, dann haben wir alles auf dem Bild. Wir rutschen vielleicht noch ein bisschen näher. Ja, wir machen näher. So was machen wir. Dass man damals vielleicht noch sehen soll. Ja, aber wenn, man weiß es. Ja.
sprach. Super. Aber schreiben Sie es bitte nochmal so. Okay. Ja, und bei dieser Gelegenheit stellen wir unseren Stars, die wir neu in den Fernwehpark aufnehmen, natürlich auch noch unsere jetzt schon berühmte Fernwehfrage. Okay. Herr Bausch, was assoziieren Sie mit dem Begriff Fernweh? Kommen Ihnen da Gedanken an ferne Länder, an Städte in den Sinn, wo Sie mal hinwollen, wo Sie vielleicht schon mal waren? Was bedeutet für Sie Fernweh? Fernweh ist für mich die Sehnsucht, fremde Länder kennenzulernen, fremde Menschen kennenzulernen, gemeinsam mit ihnen das Gefühl des Ankommens genießen und die Welt halt kennenzulernen, so wie sie ist. Es darf keine Ecke geben, wo man nicht hin kann. Das ist genau das Thema, das Sie angeschnitten haben. Es darf keine Ecke der Welt geben, wo man nicht hingehen kann. Und deshalb wurde der Fernwehpark ja auch bewusst an einem magischen Datum eröffnet, nämlich am 9. November 1999, 10 Jahre nach dem Fallen der Mauer, als Zeichen eben für grenzenlose Freiheit und für Völkerverständigung. Es kann nicht sein, dass man Menschen in einem Land aussperrt, wie Sie richtigerweise sagen, man muss die Möglichkeit haben, jede Ecke unseres wunderschönen blauen Planeten bereisen zu können. Die dürfen nicht ausgegrenzt werden. Absolut. Und mit diesem Handabdruck heute in Thun haben Sie auch dieses öffentliche Zeichen gesetzt für Völkerverständigung, gegen Rassismus und damit alle Menschen auf dieser Welt die Möglichkeit haben oder sollten, in Frieden zusammenzuleben. Sehr gut. Ja. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür. Gerne. Wenn Sie vielleicht das noch halten, ich halte. Denn ich darf Ihnen jetzt noch den ersten Bürgermeister, Herr Markus Oberkotzau, vorstellen. Ich nehme es mal ab, dass Sie zumindest die Hände geben. Das ist ja nur Ton. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei uns im Maikurzer. Wir freuen uns sehr, haben ja herrliches Wetter heute gestellt. Endlich mal der blaue Himmel. Und ich wollte es mir jetzt, nachdem es auch gerade gepasst hat, als alter Tatort nicht nehmen lassen, auch persönlich Grüß Gott zu lassen und sagen. Also ja. Wenn ich es richtig erinnere, ging es schon mit Götz-George los. Geht's auch nicht, ich habe mit Götz-George angefangen und davor halt schon mit dem Verhandler. Ja, ja. Und das war halt die erste Zeit und das ist natürlich für mich klasse, nach Hof mal wieder zu kommen, weil das waren immer die wunderbaren Hofer Filmtage, wo wir hingefahren sind und hier auf Fußball gespielt haben, auch bei tollem Wetter. So ist es ja. Fußball, gut, die schwächen uns wohl ich schwächen wir ein bisschen. Wir sind alle älter geworden, die Jungen können es nicht mehr. Aber das waren immer denkwürdige Ereignisse und denkwürdige Tage hier auf dem Hof. Das muss man sagen. Insofern und wir sind ja jetzt ausgewandert und haben das also viel schöner und größer und grandioser hier im Marktoberkotzau errichten können. Ja. Es liegen Welten zwischen dem alten Standort. Ja, aber es ist traumhaft schön. Vor allen Dingen die Panoramakulisse, die auch die Welt symbolisiert. Das ist ja auch nearby. Ja, ist nicht weit weg und das ist ein Freizeitgelände. Also im Sommer dann, wie gesagt, mit Wohnbestellplatz auch sehr beliebt und nach dem ersten halben Jahr kann man, denke ich, sagen, von den Besucherzahlen, was da herströmt, ist eine richtig tolle und super Sache und so. Haben wir es uns ja auch vorgestellt. Nein, das ist wirklich klasse. Ich konnte mir das erstmal so von weitem. Ich habe natürlich Bilder geguckt. Ja. Wissen, wo man hingeht, wo man hinzieht, hat das schon sehr eindrucksvoll, aber dann hier in Natur ist es nochmal ein Tacken mehr. Und hier habt ihr so ein bisschen so eine Art Bühne aufgebaut. Also wenn wir jetzt den Termin sicher gewusst hätten und wir hätten schon ein bisschen publik gemacht, dann würden wir es heute wahrscheinlich nicht allein. Nein, aber das ist alles gut. Das war ja alles ganz mit heißer Nadel gestrickt. Ja, und es passt halt, dass ich heute in Hof bin, um eine Lesung zu haben. Mit Gangster Blues, ne? Das ist schön. Und also so haben wir uns das ja vorgestellt, dass das an richtig lauen Tagen, auch gerade für eine Lesung oder was, wäre das eigentlich ein richtig schönes Auditorium. Naja klar, das wird nur nachts wird es kühl jetzt. Noch. Das ist klar. Das ist 22 Uhr an, da wird es noch ein bisschen kühler werden, aber gerne mal das Angebot, nämlich gerne an, weil im Sommer Ja, gerne mal im Sommer, wenn nicht, hat man sicherlich eine Ausweichmöglichkeit, das wäre gar nicht schlecht, aber das ist... Ja, jetzt würde ich vorschlagen. Tolle Initiative, tolle Sache. Schön, freut mich sehr. Ich fühle mich da sehr, sehr geehrt, dass Sie mich da gefunden, ausgesucht haben und dann gesagt haben, das ist eine beeindruckende Lebensgeschichte. Wir haben ja auch sehr viele Schriftsteller jetzt hier, also Schauspieler, die Bücher geschrieben haben. Zum Beispiel bei der Eröffnung am 18. Mai, wo auch Hollywood-Legende Elke Sommer hier war. Ja. Da war das ganze Auditorium. Also naja gut, wenn Elke auftritt, ich sehe sie ab und zu bei irgendwelchen Charity-Events, wo sie immer noch aktiv dabei ist. Und aber nochmal auf die Literatur. Ja.
Leute strecken zu können. Da waren auch Inni Lorenz da dabei. Ja, ja. Und zwar die ja die Wanderhure geschrieben hat und die Ketzer Braut, die waren zur Eröffnung wirklich hier gewesen. Ja, ja. Und das war mir schon toll. 13 Millionen Bücher. Und hoffen wir, dass es bei Ihnen auch so ist. Ja, ich gebe mir Mühe, deshalb bin ich viel unterwegs. Ich gebe mir Mühe und mehr werden können es immer. Das macht immer mehr Spaß. Aber das ist auch so, bin ich ganz zufrieden. Und jetzt schöne Lesungen auch. Ich bin jetzt von Konstanz, München bis jetzt hier nach Hof, also eine lange Schleife. Und insofern macht es auch langsam und nehme mir Zeit, die Städte auch kennenzulernen. Herr Bausch, ich würde Ihnen jetzt gerne mal kurz an einer Führung den Family Park vorstellen. Gerne, gerne. Vielleicht also ich hätte schnell ein Bild gehabt vom Meister Oberkotzapfel. Ja, genau. Das ist immer so, genau, das gehört auch. Genau, so heute Abend dazu. Ich denke, das passt ganz gut. Passt hier in Kalifornien, gut, ne? Ja. Jawohl. Schön. Ja, und weil wir jetzt hier gerade vor dieser Kulisse stehen, das ist unser. Ja, ja. Waren Sie gewesen? Im Kaffee? Ja, ich treibe mich halt in Ecken rum. Also privat wahrscheinlich. Ja, ja. Da haben Sie auch dieses gewisse Fernweh im Herzen, dass Sie sagen, okay, ich reise dorthin, schau mir die an. Nein, wir haben ja auch Projekte, wir haben ja auch also ein karitatives Projekt, nicht in Kinshasa, aber wir haben halt in Swaziland. Ja. Für AIDS-Weisen und wir sind ja auch auf den Philippinen schon seit 21 Jahren unterwegs, Klaus Dieter und ich. Insofern gibt es immer so verschiedene Projekte und dann gab es halt eben jetzt die Möglichkeit damals, guck mal, es ist ja immer so, du kannst überall hingehen, man muss sich halt entscheiden, was man macht und mit wem man das zusammen macht. Dann das Projekt liegt Ihnen am Herzen. Können Sie uns kurz erzählen, um was es da genau geht? Welches Projekt meinen Sie? Da, wo Sie jetzt gerade gesagt haben, Sie waren dort in diesem Land gewesen. Auch naja, es geht einfach darum, dass wir AIDS-Waisen unterstützen. Das heißt, es gibt dort Kinder in der zweiten Generation schon, die keine Eltern hatten, die ihnen beibringen konnten, wie man Ackerbau betreibt, wie man irgendwo Pflanzen in die Erde bringt, wie man erntet, wie man pflegt. Weil die Eltern nicht da sind. Die gab es halt nicht und die Kids haben es nie gelernt. Und deshalb haben wir dort Land gekauft und die Kinder werden dort geschult, im Sinne von, die kriegen beigebracht, wie wird was bepflanzt, wie muss man, was kann man nacheinander pflanzen und so weiter, Biodiversität, wie das so schön heißt bei uns, und dass man davon leben kann. Ja. Und natürlich haben wir dann gemerkt, naja, die sind jetzt natürlich manchmal 30 Kilometer unterwegs, um da hinzukommen, das heißt, wir brauchen jetzt auch ein Internat. Weil du kannst natürlich den Kindern nicht sagen, kommt der jeden Tag so weit zum Lauf. Und das ist so, eins kommt zum nächsten. Das ist immer das Gleiche. Du fängst harmlos an, mit Land kaufen und Brunnen bohren und am Ende ist es dann ein Internat und dann musst du auch noch die Leute bezahlen, die es halt einfach regelmäßig betreiben. Aber das macht große Freude. Das macht große Freude. Erdet ungemein, wenn du nach Hause kommst. Ja? Hat das Lamentieren mal wieder dann Ende. Es erdet und das ist eine tolle Sache, halt, wenn du es gemeinsam machen kannst mit guten Freunden. Praktisch Hilfe zur Selbsthilfe, wie es auch Karl-Heinz Böhm in seinem Idiotien-Gespräch gemacht hat. Das machen ja sehr viele und das ist immer, ich glaube auch, dass eine gewisse, sag ich mal, Prominenz oder Popularität oder wie auch immer auch verpflichtet. Also das heißt, dass erstens sollte man dankbar sein, wenn man so eine Karriere machen durfte und zweitens sollte man was zurückgeben. Und das ist, also ich sage immer, ich nehme mehr mit nach Hause, als ich hinbringen kann. Ich bringe meine Zeit, ich bringe mein Engagement und investiere das, aber ich nehme von da unten, ob das in Philippinen sind oder jetzt in Afrika oder auch bei uns, wir haben ja Projekte hier, nehme ich immer mehr mit an Emotionen, wo ich sage, hey, weitermachen, das ist lohnt sich, du musst Wenn wir es nicht machen, wir sollen es dann machen. Ja. Ganz es gibt auch immer so was. Wir haben ja auch den Handabdruck, das werden wir dann gleich sehen, von Frau Dr. Auma Obama. Ja. Die hat ja auch ein ganz tolles Projekt in Kenia, das nennt sich Saudi Kuh, starke Stimmen. Und da gibt es ja auch eben Hilfe zur Selbsthilfe, dass die Jugendlichen, die in ihren Heimatort keine Perspektive mehr sehen und die Städte abwandern, dort aber leider in dem Alkohol verfallen, dass sie sagen, okay, bleibt in den Städten, wir geben euch die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen, da zu bleiben in das ist ja ganz, und nicht in den Dörfern zu bleiben, und nicht in die Städte abzuwandern. Naja, klar, wenn wir das ähnlich machen. Brunnen bauen. Auf Philippinen machen wir es auf Philippinen, dass wir sagen, okay, Leute,
wenn wir dafür sorgen können, dass ihr von der Ernte oder Mangobäume leben könnt, dann könnt ihr da bleiben und müsst nicht diesen Moloch mal nieder. Weil das beginnt der Beginn der Verelendung. Ja. Das ist halt eine Herzensangelegenheit von Ihnen, das finden wir ganz leicht. Ja. Wie auch der Family Park von mir eine Herzensangelegenheit ist. Einer muss es anschieben. Genau. Und muss dranbleiben. Ne? Das ist so, das Anfangen ist immer das Einfache. Das Durchhalten und Weitermachen, glaube ich, ist das. Weil viele Leute sagen, Herr Bär, warum machen Sie das jetzt seit 17 Jahren? Das heißt, ich reise ja selber in der Welt. Na ja, klar. Ich bin mit der Film- und Fotokamera jetzt seit 40 Jahren in der Welt unterwegs, drehe Reise, Kulturfilme. Und ich spreche also deshalb nicht aus der Theorie, sondern aus der Praxis. Ja, und durch meine Reise in der Welt weiß ich, wie wunderschön unser blauer Planet Erde ist und wie dumm der Mensch ist, der eben durch Krieg, Terrorismus, Macht und Geldgeilheit so viel Leid über Unschuldige bringt. Und deshalb habe ich mir gesagt, ich möchte nicht den Kopf in den Sand stecken und Vogel-Strauß-Politik zu betreiben, sondern den Fernwehpark erschaffen, der eben für diese Werte steht, wo auch mein Herz dahinter steht. Ja, und jetzt gehen wir einfach mal rein. Horbach. Da sehen Sie ein Bild, vielleicht ein bisschen Da war aber richtig was los. Das ist die Eröffnung vom neuen Fernwehpark am 18. Mai. Und hier haben wir eine Drohnenaufnahme, sodass wir mal die Pfostenreihen von der Übersicht sehen. Ja, das heißt, Leute, die die Rockstars suchen, die schauen einfach mal, wo haben wir denn unsere Rockbands, die sind in der Abteilung 10. Wir konnten die im neuen Fernsehpark hier nach Themen sortieren. Also, das hier ist das Science of Fame, wir kommen dann in die Australienstraße, Neuseelandstraße, Amerika. Wahnsinn. Aber die Science of Fame-Persönlichkeiten sind dann natürlich noch einmal untergliedert in Rockband, Schlagerstars, Volksmusik, Comedians, TV-Stars. Und vorne haben wir dann hier, wenn wir hier reingehen, die internationalen Stars. Okay. Gehen wir jetzt gleich einmal hier zu unseren großen. Ah ja, das hier. Okay. Wie schon gesagt, ich war ja 26 Mal in Amerika, habe auch die Show von Siegfried Roy 8 Mal gesehen. Ach, gar nicht immer. Aber die Show ist gigantisch. Ja, ich weiß, das war das Großartige, was ich jemals gesehen habe. Ganz toll. Und dann sind wir auch hinterher 8 Mal empfangen worden, privat, vom Siegfried. Na gut, Rosenheim war natürlich für ihn. Dann haben wir natürlich die Ortsschilder Rosenheim, wo Siegfried zu Hause ist, und dann Nordenham, wo Roy zu Hause ist. Ja, und hier haben wir Arnold Schwarzenegger, das haben wir auch. Ralf Müller. Der Businessfreund vom Arni. Das ist aber auch kein schlechter, kommt ja bei uns aus dem Ruhrgebiet da oben. Ja. Aus Recklinghausen. Ich habe immer Wald aus Recklinghausen. Engagiert sich auch mit tollen Sachen. Ja. Hier haben wir den Handabdruck von Frau Dr. Alma Obama. Ja. Wo ich erzählt habe mit diesem Hilfsprojekt. Saudi Kuhstall gestemmt. Okay. Aber wie haben Sie das geschafft, dass Sie alle irgendwie Armin ist dabei, den sehr schön. Armin Müller-Steyer, verdammt. Hat mega viele Jahre. Ne? Ja. Das ist, wir haben den Park ist mir nicht mal so fest gebaut, finanziert, aber wenn er nicht fliegt, sind wir schon dankbar, dass er das nach wie vor als Initiator auch weiter so betreibt. Ich mache das natürlich gerne, weil für Magdeburg kostet so viel positives Feedback der gesamte Gemeinderat steht auch die beiden Bürgermeister. Naja, sonst wären sie nicht da. Genau. Und deshalb sind wir sehr froh und wollen natürlich auch was zurückgeben. Ne? Es ist ja auch ein schönes Zeichen, was wir hier. Es gehört ja jetzt auch dem Marktoberkotzau. Nicht wir, sondern Sinn und Zweck ist ja, dass Leute von ihren Reisen die Schilder mitbringen, um sich so mit ihrer Traumreise hier zu verewigen. Und im Synergieeffekt können sich Leute, die dann die Schilder sehen, sich wegträumen in diese Länder. Ja, aber es ist auch schön, dass man sich sozusagen, dass es lebt hier, dass man einfach sagen kann, okay, von unterwegs. Aber das gibt auch Sinn, dass man, und sind ja großen Fahrradabenteurer, das ist der Tillmann Waldaler. Der hat mit dem Fahrrad zweimal die Welt umradelt, hat sich jetzt in Australien zur Ruhe gesetzt, aber zur Ruhe setzen bei einem Fahrradabenteurer geht nicht. Da radelt er den roten Kontinent, Australien, und hat natürlich viele, also drei Viertel dieser Schilder, alle selber mitgebracht. Ja, der sagt, heißt, er ist mit dem Schraubenzieher unterwegs. Und schickt die Sachen hierher, damit er das Ganze nicht rumschleppen muss. Ja, genau. Alles schwarz, okay. Das soll natürlich alles offiziell zugehen, weil die Gefängnisse in den Ländern sind natürlich nicht auch schön. Nicht schön. Nein, ne? In Australien geht. Ja. Auch glaube ich jedenfalls. Wie eben das steht. Ja. Und das Ganze ist so, für mich finde ich das so eine
so ein, ja, die Anmutung von der großen Ansammlung von Totem. Ja, ja. Und jeder soll halt Charisma haben. Ja, ja, das ist die Schilder, die müssen auch nicht neu sein. Vor allem, die müssen ja ein gewisses Stabile haben. Ja. Die können dann auch wirklich charismatisch sein. Das mit Ihnen. Toll. Werde ich dann mal. Also, wenn Sie irgendwo Schilder bringen können, ja, ich weiß ja jetzt. Ich weiß ja jetzt. Ich weiß ja jetzt, wo Schilder gebraucht werden. Früher hat man die mit nach Hause geschleppt und hat die dann irgendwo hingetan, aber dann war das dann, ja komm, das lässt mich hier auf oder was, aber ich habe auch Gedächtnis fahren. Auch ein eigener Fall. 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 Ja, ja. Sehr schön. Das geht nicht. Sehr schön. Ja? Und natürlich sind wir auch gegen Atomkraft, wir sind für erneuerbare Energien, das ist in Fukushima, das ist in Tschernobyl. Deshalb wollen wir auch an die nukleare Katastrophe erinnern. Dass der Mensch aufwacht und versucht, die für Menschen nicht beherrschbare Atomenergie durch irgendwas anderes zu ersetzen. Naja, das weltweit werden das wir es nicht schaffen. Nein, das sind morgen wir kann uns Nemlin um die Ohren fliegen. Deutschland ist der Vorreiter, um das abzuschaffen. Aber wir wollen halt Denkanstöße geben. Ich weiß, ich habe hier damals nicht ganz weit von dir. Ich habe, glaube ich, 89 habe ich in Prag und Tabor einen Kinofilm gemacht. Von Februar bis November. So lange waren wir da unterwegs und dann hatten wir morgens 1400 Komparsen gehabt und da waren die, nachts schon zwei fingen die an, weil das ein Kostümfilm war, ich spiele alle 1700 Schaffenstunden in Paris und damals war ich, was ja noch billig, in der Tschechoslowakei zu drehen und Bauerndorf machte das und da waren dann welche dabei, die sagten, ja, wir arbeiten im Kernkraftwerk, ich sage, lass dir das jetzt allein, auch das läuft schon allein. Ja, gehen wir mal die anderen. Na gut, das habe ich schon geguckt, da habe ich schon geguckt. Ja, ganz liebe Menschen, Paola und Kurtzfeld. Ja, Andrea ist da oben auch, gerade. Wir sind dann Bilder von der Eröffnung. Katharina Wackernagel war auch erst vor wenigen Wochen hier persönlich im Fernsehpark gewesen. Ja, ja. Ja. Auch ganz nette Bürgermeister gewesen. Und das ist eben die Handaktion mit Elke. Ja. Ne, mit Elke Sommer. Da war halt naja, Elke ist natürlich irgendwo. Ich habe mit Elke mein allererstes Gutes, da hat mich kaputt gedacht, als ich das erzählt habe. Ja. Ich hätte, wir kennen uns schon verdammt lange, wir kennen uns schon endlos, über 40 Jahre. Ich habe mit dir eine Sendung gemacht, die hieß Sommersprossen. Das war Michael Flecker, das war die Vorgängersendung von Kinder. Da haben wir 4 oder 6 Sendungen gemacht, die hieß Sommersprossen für Elke Sommer. Ja, genau. Der Superstar. Zusammen mit Martin Feldmann, das war dieser Comedian, der viel zu früh starb. Ja. Und das war meine erste Produktion sozusagen als Student oder Aufnahmeleitungsassistent beim WDR. Wir machen jetzt ein Crucial für Sie. Wir zeigen mal hin und wir schicken mal hin. Oder schickst du es hier per Mail? Genau, das schicke ich dir. Und wir sagen doch mal guten Tag. Ja. Jawohl. Hallo Elke. Alles klar. Wie alt sind Sie? Ich bin 29. Okay. Aber seit 7 Jahren habe ich. Naja, gut, ja. Das heißt, sie haben die auch noch. Der Schimpf muss ich aufgewachsen ein bisschen gar. Naja, natürlich. Richtig, natürlich. Jetzt gehen wir mal rüber. Da waren wir am Set von Um Himmels Willen. Ja, ja. Ich bin jetzt an Alexander Gerstra. Hör mal, Marie-Louise, mein Gott, ihr habt sie ja alle. Jörg Schüttau. Ja. Jörg Schüttau. Wald Bauer. Kathi habe ich auch noch vor kurzem getroffen. Die war auch schon bei Firmen gewesen. Ja, da war ich auch. Kathi, na gut, ihr habt ihr natürlich. Und jetzt nehmen wir uns einfach mal um. Soll ich da doch gebaut sein oder gebaut? Bausch, bitte. Ja? Ja, klar. Okay. Hier haben wir unsere ganz große Regisseure. Dominik Rath, Bernd Eichinger, leider viel gestorben. Ja, da waren wir bei der Filmpremiere von Today After Tomorrow mit Roland Emmerich, Affenroden, Teppich in Berlin. Ja. Wim Wenders natürlich. Ja, Wim. Na? Muss sie war auch persönlich da. Die da war, Ramazurin da war, die hat einen ganz tollen Film gemacht, Der weinende Kamel. Also der Film ist echt toll. Ja, das ist schon irre. Und hier haben wir natürlich uns. Ich weiß noch, ich habe mit Wim kennengelernt. Macht er gerade. Namen durch unsere Rockband. Spezialisiert. Kerstin Orten war auch vor kurzem hier persönlich. Und Uriah Heep war sogar auch in San Diego gewesen. Lady in Black. Ja, ja.
Also ist lieb. Omega sind auch gut. Und natürlich Karat. Wir haben uns Karten aufgenommen. Ja, da haben wir halt noch unsere zwei weitere Schlagersternchen. Ja, ist alles da. Hier unsere Schriftsteller. Das ist die und hier kommt die Comedian-Abteilung. Die beiden Indie Lorenz, Elmar Wohlrath und Indie Lorenz. Die waren auch persönlich befindet seit hier. Kamine haben wir erst letztens aufgenommen. Ja. Corinne Hofmann, die weiße Maasai. Sehr schön. Ja. Und der ist natürlich auch Kollege Neule, Grünhelme, ne? Ja. Ja. Ja, jetzt hat Anna Moore leider zu viel zu viel zu ausschauen. Ja. So, und jetzt gehen wir mal nach Amerika. Jawohl. Ich kenne nicht alle. Ja, eben. Da ist Politik drin, da ist auch erlaubt. Wir schauen jetzt nur die Bundespräsidenten an. Ich habe zurzeit alle Politiker wegen diesem scheiß Verordnung, EU-Datenschutzverordnung. Das knechtet die Vereine, knechtet Amateurfotografen. Die Bundesregierung sagt, lassen wir das die Gerichte entscheiden und ausgetragen wird es auf dem Rücken des kleinen Mannes und der kleinen Vereine. Das heißt, Politiker können ich zurzeit in den Mund schieben, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Also, vor jedem Politiker sage ich, das geht jetzt, so geht das geht nicht. So geht das nicht. Da kann man zum armen Mann werden, wenn die Abmahnanwälte ihm in den Hof schreiben. Ja, aber warum gerade das? Ich kenne das nicht mehr, ich habe das nicht verstanden. Das ist Datenschutz. Ja, gut, Datenschutz. Ja, danke, Papi. Also für die Großen ist es ja in Ordnung, dass da irgendwas gemacht werden muss. Aber das neue EU-Datenschutzgesetz besagt, dass man von jedem, ich habe zum Beispiel eine Schülergruppe da, die haben ein Schild überreicht, die haben alle freudig seit Jahren in die Kamera gerungen. Jetzt brauche ich von jedem Schüler, das heißt nicht Schüler, sondern von den Eltern eine Unterschrift, dass die praktisch abgelichtet werden dürfen. Und wenn man das nicht hat, dann kommt einer her und plötzlich haben wir einen Anwaltsschreiben im Briefkasten, kostet das, schon mal 1000 Euro. Man muss normalerweise sagen, das war ja zu einer Zeit, da gab es das Gesetz nicht, also es ist gut, lassen wir es dabei. Das geht nicht. Man kommt heute bei den Vereinen, wenn da irgendein Passus im Impressum fehlt, schon wird man abgemahnt. Und die Bundesregierung Deutschland sagt eben, und dann ist wirklich Schluss, ja, das sollen die Gerichte entscheiden, aber manche Länder, Schweden, Österreich, hat es nicht mitgemacht. Die haben gesagt, da machen wir nicht mit, wer in die Kamera schaut, der willigt automatisch ein, abgelichtet zu werden. Ja. Aber lassen wir das Thema nur in Sachen Politik. Ne? Ja. Hier hat Ross Endring, der Sänger, in der Kammer-Nebel-Show das längste Ortsschild Europas eingebracht. Das war eine Sendung in der Hofer Freizeit. 4,5 Millionen Fernsehzuschauer haben das gesehen. Und hier oben hängt das längste Ortsschild Europas mit einem unaussprechlichen Namen. Das ist jetzt die Hardcore-Abteilung. Naja, gut, wo wir auf Oberanschiss hängen, das finde ich schon mal gut. Heiß, ne? Ja. Oh, das wissen die Kinder in der Grundschule. Ah, Gott, die wissen schon. Die Kombination ist natürlich auch schön. Groß muss mein Kopf und untergehen. Ja, das ist alles. Die Kombination. Oberanschiss hängen. Da kommt die Monika Gruber her aus Momentinghofen mit eines der meistgeklautesten Bilder mit Sommerloch. Das wird auch aufgegeben. Ja gut, das ist natürlich die jetzt überdankt. Ja. Das ist eine tolle Sache. Freizeitpark, das ist ein Spielding dabei, die Kinder haben Spaß daran und so weiter und so fort. Das gehört ja alles zusammen, also irgendwo so was Museales. Ja, ich habe ein Biotop mit aufgebaut. Und Und das hat eben den Charme von Wurzelland. Das liegt auch mitten in der Bamba, in der Natur. Und im Sommer, wenn hier alles grün und blüht, dann kommen die Kraniche. Na gut, das ist ja so. Der Hof hat ja nur mal eine Anziehung gehabt und drumherum. Ganz toll. Wenn man weiß, da kannst du hinfahren. Das waren halt 4,7 Kilometer vom Motto. Ja. Ich konnte wirklich nichts Besseres passieren, als hier nach Oberkotzau zu kommen. Ja, ja. Weil allein diese Präsentation hier und hier ist ganz toll. Dann gibt es ein kleines Brotzeithäusle, wenn man da sitzt. Ja. Das ist eine Ruhe, man hört die Vögel zwitschern, Biotop um einen herum. Ja. Wir sehen uns Du hast hier die Adresse, ne? Danke.